Herzlich willkommen zu meinem 30. Kurzvideo zu Windows Grundlagen, Windows Grundkompetenz. Und jetzt geht es darum, wie man eine Grafik als Desktop-Hintergrund festlegen kann. Ich habe hier auf der rechten Seite den Desktop eingeblendet. Da ist grafisch nicht allzu viel los. Ich habe aber hier schon eine Grafik mir ausgesucht, ein Foto ausgesucht. Und dessen Hintergrund, und das möchte ich als Hintergrund festlegen. Ich gehe mal hier auf Vorschaufenster, siehst du, wie das dann ausschauen sollte. Ich wähle hier dieses Foto aus im Windows Explorer mit der rechten Maustaste. Und wir legen dann hier als Desktop-Hintergrund festlegen. Und es ändert sich hier dann der Desktop auf der rechten Seite. Das heißt, der Desktop hat bei mir dann genau dieses Aussehen. Ja, das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Video.